Meine Damen, Herren und Exklusivgeschlechter, innen herzlich willkommen im BKA-Theater, dem Theater Ihres guten Menschenverstands. Und begrüßen Sie jetzt mit mir zusammen mich selbst, die einzigartige, wunderschöne und schlanke Jessica Parker. Hallo, guten Abend, willkommen im BKA-Hauptstadtstudio. Zu Paillette geht immer die zweite Ausgabe als Livestream heute. Und ich fühle mich immer noch relativ gesund. Ich habe noch keine Virusinfektion bekommen und halte Sicherheitsabstand. Deshalb streamen wir immer noch live, weil wir ja kein Publikum empfangen dürfen, leider hier im BKA-Theater. Das ist ein bisschen beschissen, aber man macht irgendwie das Beste daraus. Und ohne Publikum zu spielen, ist halt auch kacke. Aber man kämpft sich irgendwie ein bisschen durch. Und außerdem nerven dann keine Gäste, das ist eigentlich auch ganz süß. Ich habe heute in meiner zweiten Online-Ausgabe einen ganz, ganz wunderbaren Gast eingeladen. Ich verrate euch gleich, wer es ist. Ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. Ihr guckt ja auf Facebook und auf YouTube gerade diesen Livestream. Und ich sage euch, wer ein bisschen Tickets kaufen möchte für diese Online-Show, der ein bisschen Geld beisteuern möchte, damit wir auch ein bisschen was haben von dieser ganzen Mühe, die wir uns hier machen, der kann gerne auf der BKA-Theater-Webseite online Corona-Tickets kaufen mit einem frei wählbaren Betrag. Ich glaube, es sind 10, 20 und 40 Euro, Svenny. Stimmt das? Es stimmt, habe ich mir gemerkt. Ich bin halt auch ein patenter Transe. Und ihr könnt auch bei PayPal, könnt ihr auch Geld überweisen an das BKA-Theater. Es sei alles doch so gut organisiert. Ich freue mich immer über Geld. Geld macht schön. Und wir sind heute hier im Livestream mit Kommentaren versorgt. Das bedeutet, wenn ihr Fragen habt an meinen Gaststar heute, einfach in die Kommentare schreiben und ich versuche, die irgendwie während der Sendung zu überblicken und vielleicht so ein paar lustige Fragen dann auch auszufiltern und die dann auch zu fragen. Bitte verzeiht es mir, wenn ich einige Fragen einfach übersehe, weil das ist einfach, ich habe so wahnsinnig viele Zuschauer und Zuschauerinnen und so wahnsinnig viele Kommentare, da verliert man ja irgendwann auch den Überblick. So, ich habe wahnsinnigen Durst, auch heute hier online. Und ich habe natürlich ein kleines Sektfläschchen vorbereitet bekommen. Da wir ja gerade kein Tresenpersonal haben dürfen, aufgrund der aktuellen Lage, muss ich mir selber diese Flasche öffnen. Aber gut, selbst ist die Frau. Und ich zeige euch jetzt das Geräusch, das Lebensfreude verbreitet. Oh. Oh, hab ich ein bisschen gepöttert. Tut mir leid, Svenny. Was gibt's denn da zu lachen? Ich trinke halt gern. Also diese automatischen Lacher sind mir ein bisschen gruselig, aber gut. Du, Julian, für dich ist leider kein Sekt mehr da. Es tut mir jetzt wirklich leid. Ich bin Veganerin. Du bist Veganerin. ich wünsche euch allen frohe Ostern. Heute ist Ostersamstag, ja. Findet schöne Eierchen und... Halleluja! Darf ich kurz erklären? Svenny, mein Techniker, der hat das Halleluja jetzt eingeführt. Wenn ich zu zotig werde, dann spielt er das Halleluja ein, damit ich mich daran erinnere, nicht zu zotig zu sein. War das schon zotig mit den Eiern? Och, mein Sven, bitte. Das sollte aber wirklich ein Stock im Arsch, ganz ehrlich. Dicke Eier. Also Prost. Dicke Eier. Lecker. So, wo stelle ich denn das Glas am besten jetzt hin, Svenny? Da? Ja? Da ist schön. Ich hoffe, ich kippe es nicht runter. Meine Damen, Herren und ExklusivgeschlechterInnen, ich begrüße jetzt meinen Stargast. Wir kennen uns seit, möchte ich sagen, 8 oder 9 Jahren, so locker, und haben uns immer mal wieder gegenseitig in unsere Events eingeladen. Und
wir mögen uns auch ein bisschen, ne? Auch wenn du manchmal sehr anstrengend sein kannst, Julian, aber das gehört auch dazu. Ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, damit ihr so ein bisschen vorbereitet seid auf meine Gästin. Bitte, Sven. Wie welchen? Ankündigung? Na, der heißt, glaube ich, Ankündigung Julian Stöckel. Kann das sein? Ach, Sven, bitte. Du bist ja auch gar nicht... Ja. Er ist Entertainer und allseits bekanntes TV-Gesicht, immer etwas drüber und kann eine richtige Nervensäge sein. Zum dritten Mal habe ich ihn in der Palette zu Gast und freue mich jetzt auf Julian FM Stöckel. Julian FM Stöckel, du darfst kommen! Juhu. Hallo! Juhu! Oh! Ich habe Peniskonfetti mitgebracht für dich. Peniskonfetti, das ist aber süß, Julian. Du, wir müssen jetzt mal Corona-Gruß machen. Ach ja. So, und dann mit den Füßen auch nochmal. Hoppala. Oh Gott, ich bin so hysterisch. Mit den Füßen auch nochmal? Was macht man? Irgendwie macht man das auch so mit den Füßen. Ich weiß aber nicht so genau, wie das. Naja, irgendwie so. Das ist ja wirklich. Das machen heterosexuell, das kennen wir nicht. Nee, das ist mir ganz komisch. Das ist dir ganz komisch. Da wird mir ganz schwindelig. Was möchtest du denn trinken? Was gibt's denn hier in deinem Etablissement? Eigentlich alles. Dann möchte ich Weißwein. Weißwein. Bitte. Hast du kein Personal? Zufälligerweise habe ich schon einen vorbereitet. Hast du kein Personal? Ich darf doch kein Personal heute haben wegen Corona. Ihr habt noch mehr Konfetti. Ich wollte immer, wenn du was Gutes machst, werfe ich Peniskonfetti. Na ja, dann viel Spaß dabei. So, lass uns erstmal anstoßen, ja. Mein Schatz. Hier, bitteschön. Ich habe auch so Durst. Ich habe auch Ach, gut, dass du so ein kleines Glas hast. Ja. Sonst würde man denken, du trinkst. Ja, oder das, so. Ist ja das ist ja ein Piccolo. Ist ja, ein ja Piccolo. Das ist aber eine Piccolo. Oh, der Wein schmeckt gut. Ja? Ja. So, Julian. Muss ich schon was machen oder muss ich schon Konfetti wieder werfen? Nee, du musst jetzt erstmal ausatmen. Ach so, ja? Cool. Einfach mal sitzen, ja, die Seele baumeln lassen, ankommen. Ja. Geh alle Chakren nochmal durch. Ja. Ja. So, Julian, jetzt weiß ich selber gar nicht mehr so genau, wie lange, woher kennen wir uns eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwann habe ich dich irgendwo gesehen, in irgendeinem Magazin oder irgendwas. Und ich war ja immer schon daran interessiert, immer die besten Leute, die ich persönlich gut fand, lustig und die schillernd sind, auf meine Partys einzuladen. Und ich bin ja berühmt geworden eigentlich als It-Boy. Mich kannte ja eigentlich keiner, ich habe nur Partys gemacht. Alle sind sie wie die Schmeißfliegen hingekommen, so, ah, die Stöcke machen eine Party, da waren wir alle hin. So. Du bist 34, haben wir vorhin besprochen. 33, blöde Ziege. Entschuldige bitte, 33, man sieht ja kein Jahr an. Nein. Wie fing das denn an, dass du auf einmal so auf diesen roten Teppichen aufgekreuzt bist und so eine Glitzerpersönlichkeit geworden ist? Naja, ich wollte ja immer schon irgendwie ein Star werden. Ich hatte ja keine Lust auf irgendwas Banales. Ich wollte auch keinen richtigen Beruf lernen, sondern ich wollte berühmt werden. Aber du hast da bestimmt irgendwas gelernt. Nein, ich habe nichts gelernt. Du hast gar nichts gelernt? Nein, wirklich. Ich habe nur Abitur gemacht und das habe ich nur geschafft, weil ich bestimmte Lehrer bestochen habe, gesagt, bitte, bitte, geben Sie mir da mal einen Punkt, sonst falle ich durch. Und ach, weil die Lehrer mich so auf. Süß fanden, haben sie es gemacht. Doch, wirklich. Ich war schon immer eine Zuckermaus. Du billige Dirne. Ja. Ja. Und dann wollte ich halt berühmt werden und dann habe ich so überlegt, wie wird man das? Naja, es gab ja auch mal ein Zeitalter für die Jungen, die sich das nicht mehr vorstellen können, in dem es kein Facebook und Instagram gab. Das gab es früher. MySpace gab es dann. MySpace war die Ikone des Social Media, ja, wo keiner richtig mit umgehen konnte und alle haben irgendeine Scheiße dort gepostet. Genau. So. Dann hatte man ja auch einen Walkman. Ich bin auch noch mit dem Walkman zur Schule gegangen. Also das sind für die Jüngeren ein Gerät, wo eine Musik abgespielt werden eine konnte. Kassette. Eine Kassette. Eine Kassette. So. Kennt keiner mehr. Ja. Naja, und dann wollte ich auf diese Partys und dann habe ich mir einfach eine E-Mail-Adresse gemacht und habe gedacht, ich schreibe die einfach alle an und habe gesagt, ich bin Schauspieler. War ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber wen interessiert das? Warum muss man immer die Wahrheit sagen? Und habe mir aber schon Visitenkarten gemacht und Autogrammkarten. Und dann bin ich immer auf den roten Teppich. Ja, wirklich. Bin ich auf den roten Teppich gegangen und hab dann immer und dann haben die immer gedacht, was ist das? Und dann irgendwann fragte mich ein Fotograf, weiß ich heute noch wer, Manfred Neugebauer, und sagt zu mir, wer sind Sie eigentlich? Pausenlos sieht man Sie in Berlin auf dem Red Carpet. Wer sind Sie eigentlich? Und ich bin Schauspieler und habe dem meine Autogrammkarte gegeben. Und dann hat er mich fotografiert, weil er dachte, ich bin berühmt. Man muss also quasi nur die Leuten erklären, dass man berühmt ist. Dass man berühmt ist. Verstehe. So. Das kannst du von mir lernen. Also wenn du wirklich noch mal richtig berühmt werden willst, dann musst du einfach auf den roten Teppich gehen mit deinen Autogrammkarten und überall rumwedeln, ja, und sagen, hallo, hier bin ich. Julian, also ganz ehrlich, ich habe ja Talent, ja, im Gegensatz zu dir, und ich kann was.
du bist ja nur auf dem roten Teppich und anstrengend. Ja. Das können auch viele Leute nicht, aber Julian kann das sehr gut. Ja. Ja. Und ich möchte das nicht. Ich habe auch keine Autogrammkarten. Du gehst, kommst ständig auf meine Events und dann guckst du nur nach dem roten Teppich. Ja, und denkst, natürlich. Wo sind denn die Fotografen? Wo sind denn die? Und dann freust du dich, dass du 3 Meter größer bist als die anderen Promis, um dich vorzudrängeln. Das Schlimme ist ja bei deinem... Moment! Dieses Jahr bist du auch auf meinem Red Carpet einfach immer hinten rumgelaufen, um deine Videomaterial zu füllen. Wir wissen, wie du funktionierst, Red. Ja, natürlich, das weißt du sehr gut. Da sind wir uns ja beide sehr ähnlich, mein Schatz. Nein, ich bin sehr zurückgezogen. Ja, genau. Ich war bei auf vielen Events von dir. Du hast mich mal zu deinem Geburtstag eingeladen im Kriminaltheater. Ja. Ich war beim Fashion Night Cocktail. Da gucken wir nachher noch rein. Da habe ich nämlich Material mitgebracht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ja alles so alt schon. Unglaublich. Ja, ja. Da waren wir noch beide schlank und jung. Und jung. Die Betonung auf jung ist viel wichtiger. Ja. Schlank ist egal, aber jung. Ja, ich fällt gerne ein bisschen schlanker, ehrlich gesagt. Auch mal gut. Und jetzt unlängst zweimal zu deinem Dschungelauftakt, weil du warst ja auch mal, wenn es Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wissen, auch mal im Dschungelcamp. Ja. Bereust du das im Nachhinein? Nein. Also Dschungelcamp war ja damals, als ich ging, ja noch verschrien und davor die Jahre ja noch verschrien. Und die Leute haben gesagt, also wenn man Dschungelcamp geht, dann ist ja quasi die Karriere beendet und so. Und ach so. Ja, ja, das haben ja immer gesagt, da gehen die hin, die keine mehr haben. Und ich hatte aber gedacht, okay, gut, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich war zu dem Zeitpunkt hier in Berlin It-Boy, habe Partys gegeben, auf die alle wollten. Was habe ich zu verlieren? Gar nichts. Also bin ich mit einem Blankoblatt quasi hingegangen, um mich beschreiben zu lassen. Und ich hatte halt Glück, das muss man auch dazu sagen, dass die Leute mich mochten und ich danach im Grunde genommen erst eine Karriere starten konnte, weil vorher war ich ja eigentlich... Man kannte dich ja gar nicht. Nein. Da frage ich mich immer, wie bist du denn überhaupt als völlig unbekannte Person national, in Berlin schon, wie du da reingekommen bist in den Dschungel? Du wirst lachen, ich werde dir hier, weil wir heute so entre nous sind, die Wahrheit erzählen. Entre nous. Ja, ich bin ja sehr gebildet, ich bin intellektuell, entre nous heißt zwischen uns. Danke, naja, Julian. Bitte, gerne, ja, mach ich du doch du gute gerne. Stute. So, ich möchte jetzt erzählen. Ja! Und dann musst du dir vorstellen, ich Dschungelcamp habe ich... Was ist denn mit dir? Entschuldigung. Letztes Mal war Michaela Schäfer da, da hast du nicht so viel geschrieben. Da warst du ganz seriös, wie Frauke Ludewig. Ja, erzähl einfach weiter jetzt. So, du musst dir vorstellen, Dschungelcamp war zu Ende, wir hatten diese Welcome-Show und ich sitze in der Garderobe mit der obersten Casting-Chefin. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, ihr Danke zu sagen, dass sie mich da mitgenommen und so weiter. Und gucke sie an, drehe mich zu ihr und sage, weißt du, was ich dir noch sagen wollte? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Es war für mich wirklich toll und so. Und dann habe ich, und dann war ich selbst interessiert und habe gefragt, aber wie bist du eigentlich auf mich gekommen? Und dann erzählt die mir folgende Geschichte, dass sie mich schon 5 Jahre vorher, da war ich 20 oder so, wollte sie mich schon bei Big Brother einbauen. Die hat also die ganze Zeit meinen Lebensweg verfolgt, aha, hat geguckt und hat quasi gewartet, bis sie glaubt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt war. Und scheinbar in ihrer, ich sag mal, Sichtweise, hat sie dann gedacht, okay, jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann antwortet sie den kolossalen Satz, den ich heute noch gut finde, sei doch froh, dass es mit Big Brother nicht geklappt hat. Jetzt warst du in der Königin aller Formate. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, stimmt. So und so war ich dann da. Also die hat mich immer beobachtet. Interessant. Ne? Und das ist ganz interessant, weil ja viele Leute mal glauben, ja, mich kennt keiner und so weiter. Die wirklich guten Caster und die wirklich guten Produzenten werden immer gucken. Die werden auch dich kennen. Vielleicht haben sie dich jetzt für Dschungelcamp noch nicht gefragt. Vielleicht. Ich würde da auch nicht mitmachen. Auf gar keinen Fall. Ehrlich nicht? Niemals. Warum? Nein. Das ist mir. Ich möchte das. Ich möchte da nicht bloßgestellt werden. Also tatsächlich muss ich wirklich sagen, ich habe furchtbare Angst vor Spinnen und diesem ganzen kriechenden Tier. Zeug. Mhm. Und diese Prüfungen, glaube ich, wären für mich ganz schlimm. Und ansonsten, ich möchte mich nicht 24 Stunden filmen lassen. Ich möchte das nicht. Du wirst lachen. Wir werden ja vorher ein bisschen gefragt und man redet ja viel. Und da wurde man gefragt nach unseren Ängsten. Und ich hatte damals schon das Gefühl, naja, sie wollen unsere Ängste rauskriegen, um uns genau mit diesen Prüfungen zu konfrontieren. Ja, denkt man sich so, ne? Ja. Und habe dann geistesgegenwärtig gesagt, obwohl ich gar keine Höhenangst habe. Dachte aber, okay, gut, dann und komme dahin. Und die erste Prüfung war, ich musste Tandemsprung machen aus dem Flugzeug. Ach, und da habe ich dann gedacht, stimmt, das habe ich gesehen, ja. Da war es Höhe. Ja. Hätte ich meine wirkliche Angst gesagt, wäre ich auf sie getroffen. Und ich habe sie extra nicht gesagt. Und ich sagte aber heute in der Sendung, ich habe eine unglaubliche Vogelfobie. Und dieses Jahr... Nein! Doch, ich kenne noch jemanden, der eine Vogelfobie hat.
Wie ist das? Weil Vögel sind doch überall. Ja, aber bei mir ist es ganz komisch, es sind bestimmte Vögel. Welche denn? Tauben. Ich kenne mich so sehr vor Tauben. Wirklich? Ich kann es nicht in Worte beschreiben. Und dieses Jahr gab es ja eine Prüfung, da waren noch Kästen, da musste diese Büchner in Kisten fassen und sagen, was sie da erfüllt. Und in einer waren meine sechs Tauben. Wenn ich das hätte machen müssen, ich hätte reingefasst und man hätte mich gefragt, was glaubst du, was da drin ist? Und ich hätte was Falsches gesagt, die hätten Tauben gesagt, wäre ich einfach umgefallen. Und was findest du an Tauben? Was ist da eklig an Tauben? Du wirst lachen. Ich habe vorhin im Dschungel extra bin ich zu einem Hypnotiseur gegangen und wollte mir diese Vogelphobie austreiben lassen. Und das Interessante ist, der Hypnotiseur fragt dich, wann hattest du zum ersten Mal in deinem Leben Angst vor Vögeln? Und dein Unterbewusstsein kann dir Liebe das sofort Zuschauer, sagen. Nicht vorm Vögeln, sondern Nein. vor Vögeln. Ja, also vor Vögeln, ja? Nicht vorm Vögeln. Das wäre ja schrecklich. Das wäre schrecklich. Fürchterlich. Vor Vögeln. Und ich habe aus der Pistole geschossen, im Unterbewusstsein sagen können, wann. Und das war in der Schulzeit. Ich hatte eine Klassenkameradin, die hatte ganz schreckliche Vögel und wollte mich mehr ärgern und hat mir die hier auf die Schulter gesetzt. Und immer, wenn die so angefangen mit den Federn, die Federn schlugen mir ins Gesicht. Das habe ich heute noch als Wenn ich die sehe, bleibe ich auch paralysiert stehen, weil ich denke, der fliegt mir an den Kopf und dann muss ich ganz laut schreien. Ja, sag mal, weil ich meine, also ich mit meinen Spinnen ist ja was anderes, aber es laufen ja nicht ständig überall riesige Spinnen in der Stadt rum. Ja. Aber Tauben, da bist du ja ständig dem Taubenterror ausgesetzt. Du, mein Freund lacht sich tot. Er sagt immer, wenn ich dich mal richtig bestrafe, gehe ich mit dir nach Venedig. Wenn ich da auf dem Markusplatz stehe, werde ich einfach tot umfallen. Ja. Ich kriege einen Herzstillstand und falle um. Gott, ist das fürchterlich. Ach, das tut mir leid, Julian. Mensch, das war wirklich. Darf ich kurz ein bisschen mitgefühlen? Ja. Aber wir dürfen uns gar nicht berühren. Nein, Corona! Scheiße, ich bin infiziert jetzt. Was machen wir denn jetzt? Okay, gut. Einfach Sekt trinken. Mach irgendwas, wo es Desinfektionsmittel einfach oder... Sekt trinken. Wasch dich. Wasch deine Scheide oder irgendwas. Halleluja. Ich wollte das nur für mich einmal haben, dieses Halleluja. Also, lieber Julian. Wie lange senden wir heute? Drei Stunden. Habe ich gehört. Also Klausi eine Stunde. Hat mir gesagt, 3 Stunden, weil ich möchte immer 2 Stunden Sendezeit haben, die nur um mich sich dreht. Ja, bla bla bla. So, wir wollen jetzt mal reingucken in einen Beitrag, wo ich beim Fashion Night Cocktail war. Sehe ich das dir. Da? Du siehst das dann auch da. Schön. Oder Svenny, haben wir noch einen anderen Monitor irgendwo? Hast du mir nicht versprochen, dass wir einen Monitor auf der Bühne haben? Wo ja, ich möchte der? Auch einen Monitor an der Bühne. Sven, also so kann ich nicht arbeiten, mein Schatz. Das, wirklich. Das ist Svenny. Naja, gut, der Svenny ist halt auch schon durch. Der arbeitet ja nonstop hier. Nur, macht ja nur Livestreams, Livestreams, Livestreams. Du machst, bevor wir anfangen, du machst ja auch einen Livestream jetzt auf Instagram mit prominenten Persönlichkeiten. Ja. Da gehst du in Zweiergespräche, ne? Richtig. Weil man es auf Facebook ja nicht kann. Facebook kann man nicht technisch 2 Leute miteinander verknüpfen. Ach so, wirklich nicht? Wusste ich gar nicht. Ich werde dich aufklären. Bei Instagram ist das einzige technische Medium im Social-Media-Bereich, wo du 2 Chats machen kannst und dann diese Live-Übertragung mit dem Zuschauer-Tool. Ja. Bei Facebook geht es nicht. Und das machen die natürlich mit Absicht, damit Instagram das exklusiv als Tool behält. Ja, weil stell dir mal vor, Facebook macht das auch, dann gehen alle auf Facebook. Und deswegen hat Instagram jetzt eine exklusive Geschichte vor Facebook. Deswegen ist es auf Instagram. Hausbesuch bei heißt es. Hausbesuch bei. Und am Dienstag kommt eine Jessica Parker. Das ist eine Travestiekünstlerin aus Berlin, die man sagt, ihr nach sehr groß ist und sehr komisch ist und so. Man hat viel Spaß mit ihr. Talent ist vielleicht zu viel gesagt. Talent aber sie ist zu sehr viel komisch. Gesagt, aber ich bin sehr komisch. Sehr komisch. So kann man das zusammenfassen, mein lieber Julian. Und wir gucken jetzt mal. Ich fand mich vor 8 Jahren, das war, glaube ich, wirklich 2012. Ja, 12. Da hast du diesen Fashion Night Cocktail gemacht. Was ist das Konzept dieses Events gewesen? Naja, du musst lachen. Du wirst lachen. Ich habe ja immer irgendwie was gesucht, um Daseinsberechtigung zu erlangen. Ja, das machst du ja immer noch. Mache ich immer noch. Ja. Es funktioniert mal mehr, mal besser, mal schlechter. Aber ich habe damals, ich war bei der Fashion Week und war ja schon immer laut und schrill und eigentlich so eine aufgeknipste Tunte, die nicht bei 3 auf allen Bäumen springt. Und dann kommt eine Frau und sagt Gute so zu mir... Gute Selbsteinschätzung, ja. Ja, sagt zu mir, wer sind Sie eigentlich? Ständig sehe ich Sie. Und dann gucke ich die Frau an, ich war ja auch maßlos frech und sage, was geht Sie das an? Weil ich mich ja auch genial fand. Ich dachte, ich bin die Größte. Ja, das, ja. Und dann sagt sie zu mir, sind Sie Designer? Und da habe ich gedacht, weißt du ja eh nicht, die Krähe. Sag ich, ja, bin ich. Weil ich ja gar nicht war. Du bist aber auch wirklich gnadenlos. Gnadenlos. Ne? Und dann sagt sie, dann können Sie ja mal eine Fashion-Show für uns machen. Ich sage, na logisch, aber wer bist du denn überhaupt? Und dann sagt sie, ich bin die Chefin von L'Oréal Professionnel. Und ich habe gedacht, ja, sticke. Und dann hat sie mir ihre Karte gegeben.
zwei Wochen später haben wir uns getroffen und dann habe ich mit der einen Deal gemacht und so entstand der Fashionite-Cocktail. Ich habe da eine Show für L'Oreal gemacht, aus dem Nichts herausgestampft, wo ich nie wusste, wie das ging. Und dann kam ich nach Hause, habe geheult, habe meiner Mutter erzählt, was ich verkauft habe, ohne es zu können. Bin am nächsten Tag wieder zur Fashion Week gegangen, habe mir diese Shows angeguckt und denke, was die können. Also das kann ich auch da. Ein paar Models, irgendwelche blöden Designer und irgendwelche Promis, die sich sowieso freiwillig hinlatschen, wenn sie Geschenke kriegen. Deswegen war ja mein wichtigstes Ding immer Goodiebags. Es muss Goodiebags geben. Da sind sie so geil drauf. Gerade die Armstars kommen mir dann erst recht gerne. Ich liebe Goodiebags auch. So. Also meine Memoiren werden ja mal heißen, ein Leben aus Goodiebags. Das ist, der Titel steht schon fest. Ja, gut, so Julian. So kam das. Und dann habe ich dieses Fashion Night Cocktail gemacht, jahrelang. Insgesamt jahrelang? Du hast mich aber nur einmal eingeladen. Ja, weil davor kannte ich nicht. Ich habe ja angefangen 2010, 11, 12. Ja. Und in den 3 Jahren habe ich 7 Shows gemacht. Ach. Jedes Jahr 2-mal. Und 12, lustigerweise, wo wir uns kennenlernen, war die letzte. Ich habe danach keine gemacht, weil dann bin ich ja richtig berühmt geworden. Da habe ich gedacht, die Scheiße tue ich mir nicht mehr an. Bist du richtig berühmt geworden? Weil mir das so anstrengend war. War dir zu anstrengend? Weil so viel Arbeit macht alt. Und jetzt hältst du mal dein Schnütchen. Du quatschst schon wieder wahnsinnig viel. Und Svenny, wir starten jetzt einfach mal den ersten Beitrag. Kannst du sehen? Du? Ja, ja, hallo, ich bin heute auf dem roten Teppich bei Cocktail bei Julian FM Stöckel und werde heute die Stars und Promis interviewen und freue mich wahnsinnig. Du hast sogar ein Schild gekriegt. Mhm. Das bin ich. Die Jessica Parker hat hier ihren eigenen Platz. Ja. So, das fand ich toll mit dem Schild. So, wo gibt's hier die Schnittchen? Ich hab Hunger. Kennst du den Julian? Ja, den kenne ich. Ja, klar. Mhm. Wen der alles kennt, das finde ich immer Wahnsinn. Naja, Geld macht halt alles, ne? Ich hab sie immer so. Ich glaube, aber über Geld wollen wir ja heute nicht sprechen und dadurch sind wir sehr befreundet. So, die kenne ich. Die kenne ich, die da kommt. Das ist so eine, die hat mal. Ach, wer ist das? Ist da dieses Tattoo-Model? Nee, ist nicht schöne Frau. Das ist irgendwie so eine. Schön, dass du da bist, dass wir uns mal wiedersehen. Wir sind ja sehr gut befreundet, wir zwei. Ja, wie ja. Die guckt, was sagt er da? Ja. Nee, ich auch nicht. Katy Perry ist auch da. Ich höre schon mit dem Zufall, was sie sagen. Das ist die Tochter gewesen. Es war diese von Mietenkauf. Du sag mal, wieso hast du mich eigentlich noch nie zu RTL eingeladen? Beide waren. Weil ich bei Vox bin, Schätzelein. Die Kathi Karrenbauer kommt jetzt. Ich bin ja großer Fan von der Kathi Karrenbauer, seitdem sie im Dschungel war. War die im Dschungel? Zu mir kommst du auch, Kathi. Sonst bin ich sauer. Du siehst fantastisch aus, frisch und erholt. Kommst du aus dem Urlaub oder was? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich. Ich habe ganz viel gearbeitet. Aber bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich viel arbeite, dann kommt das Gesicht auch wieder in Schwung. Annemarie, jetzt kommst du auch zu mir, ja? Ich warte nicht ewig, meine Liebe. Wir zeichnen alle 2 Monate auf, weil es ja online on demand ist. Aber Günther Kaufmann, da kann man uns sehen. Und ich habe auch jetzt gerade, Günther Kaufmann ist ja gerade hier durchgegangen. Mein Guter, Hallöchen. Ach, Günther. Guten Tag. Ach, der war so witzig. Annemarie Eilfeld. Und ich habe natürlich auch unprominente Gäste. Und da kommt die Kurzhandlinger, das kann sie. Da geht es um Tourette-Syndrom, da geht es um... Du sag mal, du kennst ja ganz viele Kolleginnen von mir, die Nina Queer, die mit der... Ja. Ich bin aber die Schönste, oder? Du bist auf jeden Fall richtig schön. Du bist auf jeden Fall... So klein. Ja, also allem, schön. Ja, du hast auch blonde Haare, deswegen hast du bei mir sowieso einen Vorteil. Da geht es zum Beispiel um meine Frau, die sich 2-mal das Genick gebrochen hat. Was gibt es bei dir Neues? Aktuelle Projekte, vielleicht eine Schönheits-OP oder irgendwas Neues? Nein, die Schönheits-OP, die habe ich mir noch nicht gegönnt und die möchte ich mir erstmal auch noch nicht gönnen, vielleicht zum 30. Geburtstag daneben. Die ganze Zeit ist die jetzt 30 geworden. Ja, genau. Nein, aber ich schreibe gerade an meinem ersten Buch. Sowas. Hat aber nicht geklappt mit dem Buch. Da hat die von Bonnie M. Ne? Ja. Marcia. Und du mit deinem Turban auch toll. Ja, warte, hab ich ja und dann noch zu mir. Das war deine Lieblingsszene. So wahnsinnig sexy. Ja. Und so. Und ich habe ja mich auch schon dreimal die war jetzt bei Queen of Drag. Die war bei Queen of Drag. So lange kenne ich die schon. So viele geile Schnitten unterwegs. Wirklich? Bist du solo? Ja, bist du solo? Aber nicht mehr lange. Ja, das hoffe ich. Naja, aber du bist viel schöner als ich. Nachher trinken wir ein Säckchen zusammen, ja? Gerne, ja. Naja, ich muss morgen noch arbeiten, deshalb. Zwei auch? Ich muss bei einem bleiben. Vielleicht später, also man weiß ja nie, was der andere. Also zwei Säckchen, ich freue mich. Ach, das war schön.
Ich finde, und du warst, muss man wirklich sagen, du warst ja deutlich jünger, das sieht man ja, aber du warst halt einfach auch wahnsinnig witzig. Du warst man so gut. Man sieht das, dass ich da jünger... Ja, schon, du bist schon ein bisschen älter geworden jetzt. Ja. Das muss man schon sagen. Das stimmt, du hast recht, Julia. Aber ich finde gar nicht schlimm. Jetzt bist du halt eine richtig investigative Journalistin und hast hier eine richtige ja, Show. Genau. Damals warst du halt so ein lustiges rote Teppich-Journalisten-Luder. Das und ich sag dir gut. Folgendes, das war mein erstes Mal, dass ich mit Prominenten so spontan so vor der Kamera gesprochen habe. Und damals hatte ich eine gute Freundin, die Ulrike Loch, die mit mir zusammen das Magazin gemacht hat, und die hat mir immer vorgesagt, was ich die fragen soll, weil ich gar nicht wusste, ehrlich? Was ich die fragen soll. Nein. Ich war da noch ganz klein. Wie alt warst du da? Naja, vor 8 Jahren war ich 32. Ja. Also wie ich jetzt? Ja, wie du jetzt, ja. Aber du bist ja schon viel weiter. Ich bin ja auch schon viel länger 32. Ach, du bist gar nicht 32? Nein, ich bin nicht 70 wie Cher. Oh. Aber man sieht's gar nicht. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich fand, du warst sehr gut. Und deswegen, ich muss auch wirklich sagen, ich meine, es soll jetzt keine Lobdudelei werden, aber doch, bitte, ich bereue es nicht, dich ja. damals eingeladen zu haben. Nee, also ganz im Gegenteil. Ja, das, ich fand's auch immer ganz toll. Und es war ja wirklich so voll. Und ich glaube, das waren auch die größte Show von allen. Ich glaube, da waren 600 Leute. War ja, irgendwann war es ja so voll. Ich hatte auch das Gefühl, dass maximal 100 Leute sich eingeschlichen haben. Ich hatte das Gefühl, plötzlich war die ganze Stadt da. Ja, das war in so einem komischen Hotel. Moor. Ne? Was? Im Moor. Moor? Am Spreebogen. Spreebogen. Da hinten, da, Beusselstraße. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wo das genau war, aber das Hotel war irgendwie, das war sehr groß. Das habe ich noch in Erinnerung. Julian, so, wir müssen erst mal kurz Penisse werfen. Ja, bitte. Ach so, warte ich mal. Ich habe noch mehr, ich kann wir noch mehr für dich. Ja, wirf doch mal ein paar Penisse. Weil wir sind doch jetzt kurz mal nicht lustig. Wir sind jetzt investigativ und machen jetzt einfach was Wir anderes. Sind investigativ und ich habe im Backstage... Juhu! BKA Backstage hast du ganz toll gemacht, Julian. Wirklich? Im BKA Backstage habe ich eine aufblasbare Sexpuppe gefunden. Ich weiß nicht so genau, was machst du so süß, warum die da liegt. Soll aber ich aufblasen? Ist doch Ostern. Ich kann nicht mal Ostereier blasen. Jetzt folgende Frage. Also hier vorne ist dieser Geil. Bauarbeiter drauf. Und ich frage mich, wie der in echt aussieht. Ich würde mich freuen, Julian, wenn du die aufblasen würdest, die Puppe. Ja. Ich hoffe, die sind desinfiziert, weil jetzt hast du die angefasst, dann krieg ich Corona, weil du das berührt hast. Guck mal, da ist ein Mund mit so, da kann man seinen Pimmel reinstecken. Oh, das ist aber schön. Das ist schon sehr schön. Und dann ist hier, der Penis ist nochmal extra. Der Penis ist nochmal extra. Ach, der hat einen Penis. Der hat dann auch einen Penis. Aber ach so, der den steck ich dem rein oder er mir? Du kannst deinen Penis in seinen Mund stecken und... Mein Gott, ich habe kein Corona, weil da hat man ja Lungenprobleme. Construction Man includes 20 cm Dong. Das sind doch keine 20 cm. Das sind deutsche 12 cm. Das sind deutsche Durchschnitt 12 cm. When I build, I use plenty of wood. Na gut, das macht sehr viel Freude. Julian, du bläst ihn mal kurz auf. Und ich frage mich, ob er dann danach wirklich so sexy ist wie auf der Packung. Ich befürchte ja nicht. Ich muss erstmal auch ein Glas Wasser trinken. Ich habe so einen Durst gerade. Guck, was ich für eine Puste habe. Der ist schon fast fertig. Ja, ist schon fast fertig. Oh, alles sehr aufgeladen hier heute. Und das Witzige ist, ich habe kein Corona. Weil sonst hätte man Lungenprobleme beim Blasen. Das hast du gerade eben schon mal gesagt. Du wiederholst dich. Da wollte ich reagieren. Naja, weil du so lustig war der Witz jetzt nicht, Julian, ganz ehrlich. Da kannst du besser drauf. Wie heißt sie aus? Den Penis soll ich hinlegen. Wohin denn? Warum denn? Ach, hast du Angst, dass wir gesperrt werden, oder was? Sven hat immer Angst, dass wir gesperrt werden, weil Facebook ist ja so wahnsinnig prüde. Und da darf man nicht über Penisse sprechen. Oh. Aber toll ist, dass ich meine, wie groß ist der? 1,40? Ich meine, der ist 1,40? Aber ich muss den Penis da noch reinstecken, dann, Sven. Der muss. Nein? Oh Mann. Jetzt ist er nur voller Make-up hinten, von hinten. So, jetzt frage ich mich doch, wirst du da geil, wenn du. Richtig geil. Wirst du richtig geil? Richtig geil. Wirst du richtig Komm geil? Komm jetzt! Ja? Gut, es sinkt für Sie heute das Niveau, machen wir auch heute wieder. Darf ich mal kurz, ich muss ja auch mal anfassen. Oh, geil. Ja, es reicht jetzt auch, Julian. Oh, guck mal. Was denn? Ach, der hat noch ein Poloch. Der hat ein Poloch. Ach. Da kannst du jetzt mal deine Jurassica reinstecken. Da kann man auch reinbumsen, wenn man das möchte.
Also jetzt, spätestens jetzt werden wir auch vom Fernsehrad gesperrt. Aber besonders das Tolle ist ja, man kann das Poloch ja auch nach außen holen. Aber ist das jetzt eigentlich mein Gastgeschenk? Ja. Ach, schön. Freust du dich? Ja. Sag mal, du hast mir auch ein Geschenk mitgebracht, oder? Ah ja, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, bitte. Das ist ja nett. Das ist ja, es was Teures? Ich bin natürlich was Teures. Weil ich finde, billige Geschenke sind scheiße. Wenn ich zum Beispiel, wenn jemand mir was Billiges schenkt, sage ich, behalt's lieber. Guck mal, von meinen Freunden von Dr. Massing, wir machen ja keine Werbung, ein ganz teures Wimpernserum und ein Lippenbalsam mit Hyaluron, damit du schön jung, also dass du jung bleibst. Ein Wimpernserum? Ja, dann hast du ganz lange Wimpern und Freunde von mir benutzen das schon und haben gesagt, man kriegt davon so lange Wimpern, du brauchst nie wieder, weil du, ich habe immer das Gefühl, dass du keine, dass das nicht deine echten Wimpern sind. Das sind meine echten Wimpern. Ach so. Das sind meine echten Wimpern. Na gut, naja, dann kannst du zumindest da ein bisschen was für tun, dass die auch so bleiben. Ja, du musst es schon richtig aufmachen. Wimpernserum. Ja. Und dann Hyaluron ist ja das Neue. Überall ist Hyaluron. Ja, Hyaluron. Jetzt, was hast du jetzt schon alles an dir machen lassen? Also du hast mich ja vorhin gefragt, warum ich so unglaublich schön und jung aussehe. Nee, ich habe gesagt, deine Stirn ist glatt. Weil ich so unglaublich schön und jung aussehe. Und du hast mich ja gefragt, warum ich so eine glatte Stirn habe. Und hast mich gefragt, wie viel Milliliter Botox ich da reingestopft habe. Und du wirst lachen, ich habe gar nichts drin. Ich habe nur meine Haartransplantation gemacht. Und ansonsten habe ich im Gesicht... Ach doch, ich habe mal Fett wegmachen lassen mit diesem Cool Sculpting. Das war aber furchtbar. Cool Sculpting? Ja, was ist da das? Kommt so ein Gerät dran und das wird die Haut abgefroren. Ja. Und das Schlimmste ist, dieses, also erstmal ist, wird es ja festgesaugt und das ist schon unangenehm. Wenn die aber diese Saugdinger abmachen, dann ist das so ein Eisklotz deiner Haut und dann massieren die das ein wieder, damit die Fettgewebe platzt. Und das Schlimme war, das hat bei mir zu so einer Dehydrierung geführt, dass ich in Ohnmacht gefallen bin. Nein. Wirklich. Weil das irgendwie so, ich weiß auch nicht, und ganz ehrlich, ich habe nicht gemerkt, dass ich daran was verändere. Ich bin immer noch dick. Was soll denn das sein? Da wird das Fett, also die Haut wird eingefroren, das Fleisch. Genau. Und dann soll davon das Fett weggehen, oder was? Das platzt quasi, die Fettzellen platzen durch das, verbrennen durch die Kälte und dann sollen sie quasi auf natürlichem Wege abgetragen werden, im Sinne von, sie gehen raus. Also, ich guck mal, ja, ich verstehe das natürlich, Julian. Ich gucke jetzt mal meine Kommentare, ob es Fragen an dich gibt. Ich muss ja auch mal ein bisschen... Vielleicht guckt auch gar keiner zu. Man weiß, seitdem wir ja immer Show haben ohne Publikum, wissen wir ja nie, ob ein Gag auch gut war oder ob das jetzt wirklich scheiße war. Das ist halt das Doofe, ja, das stimmt. Ne? Wir müssen uns selbst belustigen und hoffen, dass es gut war. Kann man jemand klatschen hier? Ist ja keiner da. So, Adnan Demir möchte gerne eine Durchfallgeschichte von dir erzählt bekommen. Eine was? Hast du denn öfter mal Durchfall? Du wirst lachen, ich habe ganz selten Durchfall. Du hast ganz selten Durchfall. Ja. Ja? Und warum will er das wissen? Weiß ich nicht genau, weil ich gerne über Durchfall spreche. Ach so, hast du oft Durchfall? Ich habe gelegentlich habe ich schon warum? Durchfall. Ist das ja? Im Alter, so eine Alterserscheinung? Das ist im Alter, ja. Also so seitdem ich 38 bin, die letzten zwei Jahre... Du hast vorhin gesagt, Jahre, du bist 45. Ich bin 40, du blöde Scheißkuh. Ach, 40? Ja, 40. Aber ob das stimmt... Kann man das bei Wikipedia nachlesen? Nein, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag, mein Schatz. Das ist aber komisch, wo du so berühmt bist. Ich habe ja... Sven, der war lustig. Ich schmeiß dich gleich raus. Aber man muss heute das Personal nicht rausschmeißen, weil du weißt, gutes Personal zu kriegen ist ganz schwierig. Also ich habe jedenfalls selber mir einen Wikipedia-Eintrag schon mehrmals geschrieben und der wurde immer wegen Irrelevanz wieder gelöscht. Ja, genau. Du wirst lachen. Es haben bei mir, also ich versuche ungefähr alle zwei Wochen Einträge in meinem Wikipedia zu ändern, es wird immer wieder zurückgelöscht. Die machen das immer wieder weg einfach. Und dein Wikipedia-Eintrag, den hat jemand anders geschrieben, ja? Ja, und da steht, und da stand halt eine ganze Zeit lang, dass ich Schmuckdesigner bin. Ich habe mal meinen Namen für eine Schmuckkollektion gegeben. Ich bin deswegen kein Schmuckdesigner. Und das ist ja eine völlige Fehlleitung. Und die ganzen blöden Journalisten, die sich keine Lust haben, sich mal mit richtigen Sachen zu beschäftigen, lesen, was bei Wikipedia steht. Dann schreiben die, sie sind ja Model und Schmuckdesigner. Also Model war ich vor dem Krieg vielleicht, aber jetzt ja nicht mehr. Aber ganz, ganz ehrlich, lieber Julian, wenn du im Fernsehen bist und dann ist da eine Bauchbinde, wo dann steht Julian F.M. Stöckel, da steht immer Model, Designer und Schauspieler. Ja. Du bist doch gar nichts von allen dreien. Das Schlimme ist ja auch Designer. Ich meine, sie glauben, weil ich die Shows gemacht habe, Fashion Night Cocktail, dass ich Designer bin. Aber das waren ja nicht meine Kollektionen. Ja, weil du propagierst das doch selber, dass diese Worte über dich, oder? Du sagst das selber immer, dass du Model bist. Nein, ich bin aus heutiger Sicht würde ich nur noch sagen, ich bin Moderator und Entertainer. Entertainer.
Entertainer passt. Ja, Entertainer. Ja. Und das finde ich auch, weil es ist, glaube ich, auch meine wirkliche Passion, dass ich unterhalten kann auf Knopfdruck. Wo willst du hin? Hast du so einen Traum? Also ich muss ehrlich gestehen, jetzt im Moment ist ja gar kein Platz zum Träumen, weil man ja immer nur hofft, dass man den nächsten Tag ohne Corona überlebt. Ja, das ist ja erstmal die erste Intention. Oder halt auch ohne Geld überlebt. Ohne Geld, genau. So. Aber ich habe mir aufgehört, Sachen vorzunehmen, weil ich immer glaube, wenn du dir den Druck selbst machst, irgendwas zu erreichen, erreichst du es erst recht nicht. Ich warte einfach ab, was passiert. Naja, aber du wirst doch, Julian, bitte. Wirklich? Du wirst doch irgendeinen Traum haben. Naja, gut, ich möchte irgendwann sehr, sehr reich sein, damit ich nicht mehr arbeiten muss. Das ist mein größter Traum. Wie reich bist du jetzt? Gar nicht reich. Gar nicht reich. Nein. Du bist sehr arm. Sehr arm. Sehr arm? Ja. Und heute gibt es keine Gage auch für dich. Das tut mir natürlich jetzt leid. Hey, bist du blöd? Du hast doch zu mir gesagt, ich krieg 500 Euro von den Einnahmen vom Personal. Das hast du geträumt, mein Schatz. Ne? Ja, aber ich komme nie wieder in diese blöde Show. Oh, ich bitte dich. Komm, aber der musst du 1000 Jahr bezahlen. Ja, okay, mach ich. Ich hatte einen Traum. Oh. Also ich möchte unbedingt irgendwann noch mal meine... Julian, ich lade dich nächstes Jahr nicht mehr in meine Show ein. Aber ich komme freiwillig. Ich komme auch, wenn du nicht bezahlst. Weil du so geltungsbedürftig bist, ja, Julian. Ja, ich liebe doch PR. So, kann ich jetzt... Schweigefuchs. Ja. Schweigeeinhorn. Schweigeeinhorn? Schweigeeinhorn. Was ist denn das? Das ist das Schweige... Das ist aber dein Stinkefinger, dein langer. Nein, das ist das Schweigeeinhorn. Weil du hast so lange Finger. Ja. Also mein großer Traum ist ja, und jetzt mal an alle da draußen... Wenn es Senderchefs gibt von Fernsehsendern, ich möchte gerne meine eigene kleine Talkshow im Fernsehen haben. Vielleicht ist das irgendwann mal möglich. Das bei Astro TV kann ich dir in Kontakt machen. Bei Astro TV haben sie mich schon angefragt, das habe ich aber abgelehnt. Ich möchte warum? Nicht, weil ich Astro TV mega beschissen finde. Dann kannst du auch irgendwelche Energiebänder und nee, irgendwelche... vergiss es. Bei Astro TV... Hast du Kontakte zu Astro TV? Ja, weil ich, als ich noch eine kleine Gurke in Berlin war, habe ich ja gedacht, okay, Fernsehsender, jetzt ist halt noch nicht RTL, gehst halt zu den anderen. Da war ich immer bei Astro TV, bei ihrem Mittagsmagazin und du wirst lachen. Heute bin ich ja die Königin der Memes auf Instagram. Da werden ständig irgendwelche das uralten stimmt, Ausschnitte ja. von ich mir genommen. Das, ja. Aber sage mal sowieso, wie ist denn das... Ich stelle mir das immer so vor, wie ist denn das, wenn man so im Privatfernsehen, das ist ja, ich stelle mir das immer auch so ein bisschen als so ein, die Hölle auf Erden vor, das Privatfernsehen. Wie meinst du oberflächlich, das? Oberflächlich, nur auf Quote ausgerichtet und eigentlich, glaube ich, bist du denen scheißegal, die wollen halt nur Einschaltquote haben. Naja gut, also du darfst ja nicht vergessen, die Öffentlich-Rechtlichen werden finanziert von der GZ, im Grunde genommen durch uns alle. Wir finanzieren deren Programme. Das weiß ich, Julian, sie haben, ja. Sie sagen, sie haben einen Bildungsauftrag. Den sucht man manchmal bei bestimmten Formaten im öffentlichen Rechtlichen, fragt, wo liegt da der Bildungsauftrag? Bei Markus Lanz zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Wir haben das ja zum Glück beim Privatfernsehen nicht und man muss eins sagen, im Grunde genommen, wenn man es so betrachtet, im Ganzen... sind ja die Privatsender in den 80er Jahren gekommen. Vorher gab es drei Programme, dann kamen die Privatsender. Alle haben gelacht, RTL, was für ein lustiger Laden, da kommt Hugo Egon Balder und macht Tutti Frutti und alle finden es super. Und im Grunde genommen hat keiner geguckt, ne? Fand niemand gut, hat niemand geguckt, fanden alle blöd. So, heute, überlege mal, RTL macht so ein Format wie Dschungelcamp, was ja ein Quoten-Riesending ist und ja, so weiter. Ja. Deswegen, ob man das jetzt mag oder nicht, es ist ja trotzdem gut und die Existenz... Was machst du denn jetzt? Ich glosse meine Lippen. Aber dann wenn ich dir wichtige Sachen, sollst du dich konzentrieren, du blöde Ziege. Ich, so, naja, und so ist halt das irgendwann, dass das für Privatfernsehen im Grunde genommen eine genauso große Relevanz bekommen hat, wie das Öffentlich-Rechtliche. Naja, RTL auf einem anderen, natürlich, ich sag mal, der Fluss hat zwei Seiten, die einen rechts, der anderen links. Aber ich empfinde RTL als genauso relevant und wichtig wie die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist so, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Mhm. Also ich habe ja auch schon diverse Formate fürs Privatfernsehen gemacht, habe mich einrichten lassen und war bei TAF und dem ganzen Kack. Mhm. Und ich als Mann in Frauenkleidern, ich bin halt der schrille Paradiesvogel, der Transvestit. Mhm. Und ich denke, dass du auch so vermarktet wirst im Privatfernsehen als der Schrille. Klar. Und stört dich das nicht auf Dauer, dass du immer nur
dieses Paillettenmonster spielen muss? Also ich habe ja ein Grundprinzip, wer zahlt, bestimmt. Wenn jemand gut bezahlt, mache ich alles. Ich eröffne auch eine Currywurstbude oder schneide ein Band um bei einer Autobahnteileröffnung. Also mich stört es alles nicht, wenn die Leute... Ja, Autobahnteileröffnung. Ist das schön? Ist mein großer Traum auch, ja. Ja, das ist doch toll. Du musst dir vorstellen, es kommt der Bürgermeister, es kommt der Polizeipräsident und dann sagen die, okay, das neue Autobahnteilstück an der B2 und wir haben einen Stargast für den FM Stöckel. Dann denke ich, okay, der Finanzminister bezahlt meine Gage, sage ich, ich liebe Autobahn. Wenn im Gegensatz am nächsten Tag Greenpeace kommt und sagt, wollen Sie einen Delfin-Auffangstation eröffnen, sage ich, na logisch, was zahlen die? Sagen die dasselbe? Naja, da bin ich jetzt grüne Aktivistin. Und vor kurzem hat ein Freund von mir gesagt, der oft, ich sag mal, so ein bisschen guckt, was ich mache, der sagt, eigentlich musst du dich jetzt so ein bisschen für Umwelt positionieren. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich bin jetzt auch Umweltaktivistin, wie diese Greta. Jetzt muss man mit der Zeit gehen. Du musst mit der Zeit gehen. Und irgendwo dazwischen, wenn du die Chance hast, den privaten Julian FM Stöckel kennenlernen zu dürfen, siehst du das private Julian. Aber man, das schwimmt. Apropos. Man wird nie wissen, wann ich wirklich privat bin, wann nicht. Naja, dein Freund wird das schon wissen. Der schon, ja. Marcel, soll ich dir jetzt helfen dabei? Mit dem Wimpernserum? Ja. Aber ich frage mich, das ist ja ein Pinsel. Ja, du musst das, also, ja? Guck mal. Das nimmst du, da machst du da rein und dann, Achtung. Das riecht schon sehr, oder riechst du so gut? Ist das ich rieche, ich bin darf so. Darf ich mal dir riechen? Bitte. Was ist denn das? Ist das eine Jacke? Teuer. Teuer. Weiß, ist teuer. Das ist teuer. Ode teuer. Muss die Augen zumachen. Mhm. Und dann musst du das da oben quasi. Mhm. Da. Das fühlt sich jetzt schon ganz frisch an. Ist mit Hyaluron auch oder ohne Hyaluron? Ja, dann musst du das da machen und dann. Und jetzt wachsen die Wimpern von alleine, ja, gleich. Ja, und ganz doll auch. Also wir warten noch bis zum Ende der Sendung und dann hast du ganz krasse Wimpern. Dann kippe ich immer so nach vorne runter, weil die Wimper ja, so lang und schwer ist. Die Wimper ist dann wie ein Vorhang. Du kannst nach vorne biegen kann und dann so machst du immer... Nach hinten klemmen. Kommt jetzt noch eine investigative Frage? Oder ja, ist das... ich möchte gerne jetzt der private Julian Stöckel. Wenn du morgens aufstehst... Das ist eigentlich meine Kamera, ich will so gerne immer gesehen werden. Ich glaube, es ist deine Kamera, oder? Svenny, ist das Julians Kamera? Oh Gott, nee, aber ich gucke nur mal, noch dahin. Wie sieht denn so ein normaler Tag aus, ja, wenn du mal jetzt nicht im Paillettenfummel und geschminkt ja bist und irgendwas Dummes wie ich heute hier machen musst? Was machst denn du dann? Wann stehst du auf? Was frühstückst du? Also meistens stehe ich auf zwischen 10 und 11. Das ist auch meine Zeit, ja. Ja, weil ich kann nicht früh aufstehen. Das bringt mir, also wenn ich zum Beispiel drehen muss, ganz früh, habe ich damit das größte Problem. Das ist schlimm, ne? Wenn man so um 4 aufstehen muss, weil ja, irgendwie und um 6 in die Maske um 6 und kommen. Ja. Also, so, und dann stehe ich auf, dann trinke ich erstmal maximal 1 bis 3 Tassen Kaffee. Was für einen Kaffee trinkst du? Filterkaffee oder so eine komische Maschine? Ich habe beides. Ich habe eine alte Filtermaschine und ich habe so eine Nespresso-Maschine. Nespresso mag ich, aber nicht morgens. Ist mir zu stark. Zu stark? Ich finde ja, es ist immer alles so lauwarme Suppe. Ehrlich? Ja. Doch, ich bin da ein bisschen wie eine Oma. Ich liebe lieber dieses schöne Filterkaffee-Gefühl und dann die Kanne da rausnehmen und dann schön eingießen und dann Filterkaffee. Bin ich ganz bei dir. Ich brauche das ganze Shishi nicht. Und aber was frühstückst du? Ich frühstücke gar nicht. Gar nicht. Ich bin ja halb Griechin. Weiß nicht, ob das jemals erzählt hat. Das ist ja Grieche. Ach was. Ja, deswegen bin ich so schön. Was machen deine Eltern eigentlich? Na, meine Mutter arbeitet im Bundestag und mein Vater hat Hotels. Deine Mutter arbeitet im Bundestag? Ja. Was macht die denn da? Seit 20 Jahren. Leitet die Abgeordnetenbüros. Also meine Mutter ist Büroleiterin und hat quasi, die konzentriert und organisiert das ganze Leben eines Abgeordneten. Ach was. Mhm. Bestimmt ein spannender Beruf, oder? Total interessant. Ich war ja auch oft bei meiner Mutter im Bundestag. So bin ich ja auch zu diesem Pressetermin gekommen mit Angela Merkel. Kennst du das Foto von mir und Angela Merkel? Ja, natürlich. So, ja, klar. Das hat meine Mutter organisiert. Ah, ja. Weil wie willst du sonst Angela Merkel kommen? Ja nicht, ja. Und einmal im Jahr, wenn die Wahlen sind, dürfen die Abgeordneten einen Pressetermin bei ihr einreichen. Und dann darf sich der Abgeordnete mit ihr fotografieren lassen. Und meine Mutter hat mich als Praktikant angemeldet. Nämlich als kleiner Praktikant mit so einem Schild da reingelaufen. Und dann haben manche Leute von dem Bundestag schon gesagt, den kennen wir irgendwoher. Und ich sage, ja, ich muss jetzt umswitchen, ich will jetzt seriös werden. Deswegen mache ich ein Praktikum im Bundestag. Und die Merkel, ich wollte sie ja erst fragen, ob sie mich kennt. Das hätte mich eigentlich am meisten interessiert. Na, bestimmt kennt die dich. Und dann ging die Tür auf und ich werde dir eins sagen, die Frau hat eine ganz entwaffnende Aura. Du traust dich gar nichts mehr zu fragen. Sie ist einfach die mächtigste Frau der Welt. Jeder Mensch kennt sie. Und dann habe ich gar nichts gesagt. Und das Witzige ist, zum Beispiel eine Frage, die man sich stellt, würdest du ihr, wenn sie auf dich zukommt, die Hand geben, ja oder nein? Natürlich. Guck mal,
ganz interessant, dir kommt ein Protokoll, also so ein Protokollchef, der zeigt dir sogar eine Stelle, da müssen sie stehen, wenn sie kommen. Gehen sie nicht auf sie zu, sie kommen wie, auf sie zu. Das ist ja wie bei so einem Königshaus, ja, bei den wirklich. Royals. Ja. Ach, du musst was? Da stehen bleiben. Ich musste 7 Minuten stehen, bevor sie kommt, damit ich schon stehe, damit keiner jetzt denjenigen, der fotografiert wird, suchen muss, wenn sie kommt. Ach, was? Wirklich. Und dann standen so 50 Leute. Und plötzlich geht die Tür auf, kommen erst so 10 Security-Leute rein, dann kommen Sekretäre, Protokollchefs, bla bla. Dann kamen sie auf mich zu und ich war lustigerweise der Erste. Das war aber Zufall. Und sie kam auf mich zu und ich habe überlegt, gibst du die Hand, gibst du die Hand nicht, gibst du die Hand, gibst du die Hand nicht. Na und habe dann gedacht, gebe ich ihr. Und schoss meine Hand ihr entgegen und sie hat mich so entgeistert angeguckt nach dem Motto, es wagte jemand, mir die Hand zu geben. Ach, hör auf. Unnelung. Das und ist ja wie sie, bei der Queen. Ja, und sie erwidert meinen Handschlag und lächelt mich an und ich auch, hallo. Und sie lächelt zurück so nach dem Motto, oh Gott, es lächelt mich jemand an. Weil sie halt so eine Aura hat, dass man denkt, man darf sie nicht ansprechen, man darf ihr nichts Banales erzählen, man darf ihr nicht die Hand geben. Es war wirklich interessant. Also ich denke das ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht, wenn man dir gegenübersteht, dann ist es immer was anderes. Ja, und das ist auch die Aura dieses Auftritts. Ja, nein, überleg mal, da stehen ja. Security-Leute mit In-Ears vom BKA, die dich angucken, ob du jetzt an den Hals springst vom oder so. Vom BKA? Ja. Ihr habt was mit der Kanzlerin zu tun, Svenny. Ich habe ja mal hier Hillary Clinton gesehen. Ne? Guck, und dann hast du an sich schon Angst, jetzt irgendwie, ja, da weiß will man nicht umarmen oder irgendwas. Aber da hatte ich ganz schlimm Durchfall an dem Tag. Wirklich, also da wo hatte Angela ich Merkel durch... kam? Nein, als ich bei Hillary Clinton war. Aber warum warst du bei Hillary Clinton? Hat jemand gelacht in unserem nicht vorhandenen Publikum? Und zwar, ich bin ja eigentlich gelernter Grafiker, studierter Grafiker, Kommunikationsdesignerin. Ja. Und ich hab einen richtigen Beruf tatsächlich und lange Zeit die Grafik gemacht für den Walter-Rathenow-Preis. Das ist irgendwie so eine Medaille, die verliehen wird. Nach dem Politiker. Ja, genau. Mhm. Und die wurde da Hillary Clinton verliehen. Und da ich der Grafiker war, wurde ich da auch mal eingeladen zu diesen Events. Und es war mal wahnsinnig langweilig und beschissen und dröge und furchtbar. Hast du eine das gerade gesagt? Ich hoffe, es guckt keiner von denen zu. Hallo Mikolai, wenn du mich gerade siehst, tut mir leid, aber es war wahnsinnig beschissen und langweilig. Und da war die Hillary Clinton und da hatte ich aber so einen Durchfall an dem aber Tag. Wie kommt denn das? Warum hast du denn ohne Grund Durchfall? Weil ich vorher an dem Tag im Rauschgold war. Und was kriegt man da Durchfall? Kennst du das Rauschgold? Nein, was ist das? Kriegt man da Durchfall im Rauschgold? Was ist denn das? Ist das ein eine Schwulenlokalität? Darf ich mal kurz drücken? Ja, Poppy. Ist das eine Schwulenlokalität? Das ist eine Schwulenlokalität hier am Mehringdamm. Ich gehe ja nicht zu den 100 Meter weiter, ich weiß. Mhm. So, aber das ist eine Schwulenbar. Ja, ich weiß. Das ist eine Schwulenbar und wenn ich da bin, dann muss ich halt immer saufen. Ach so, also, und dann hast du so viel getrunken, dass du Durchfall hast. Und da hatte ich einen Durchfall, das war ganz schlimm. Und da hat die Hillary gesprochen und ich war nur auf Klo die ganze Zeit. Das fand ich dann ein bisschen doof. Das ist aber gesagt, wirklich ein bisschen doof. Ja, aber was will man machen, ne? Mir hat letztens eine Babytunte auf Instagram geschrieben, meinte so, wo kann man dich denn abends immer so treffen? Im Schwutz oder im Rauschgold? Ach, so, was ist denn das? Das na, wusste also, ich gar nicht. Naja, also das Rauschgold. Ich gehe da nicht hin. Na, musst du auch nicht. Na, ich will da auch gar nicht. Mir ist das dann auch zu viel irgendwie alles. Das mag ich dann alles nicht. Julian. Hier. Hallo. Hallo. Wollen Hallo, wir? Mein Name ist Jürgen F. M. Stöckel, freut mich sehr. Wollen wir noch in den zweiten Teil gucken von ja, deinem gerne. Fashion Night Cocktail? Svenny, ich hoffe, die Sendung geht noch 2 Stunden, weil ich habe jetzt richtig Lust. Du hast ich hätte gerne auch so noch ein Glas viel. Wein, weil Willst du hast noch mir Glas gar nichts Wein? Angeboten. Ja. Ach man, das tut mir wirklich leid, Julian. Ach, aber es liegt daran, dass du kein Personal mehr hast. Ich habe halt kein Personal mehr. Furchtbar. Das schrecklich. Wenn man so arm wird und dann das Personal entlassen ja. muss, dann wird es schon schlimm. Das wird wirklich schlimm. Gott. Gucken wir lieber nochmal hier. Paillette geht immer. Svenny, fahr die Matz ab. Matz ab! Schneller. Wir sind ungeduldig. Kann man mich jetzt auch mal fotografieren, oder? Ja. Ich bin ja auch wahnsinnig gut aussehend. Die ist so geil. Wir sind eine halbe Stunde rumgefahren, hier, um einen Parkplatz zu kriegen. Schöne. Und jetzt sehe ich gerade, hier im Hotel gibt es einen, aber es ist nur irgendwo angezeigt, dass hier im Hotel ein Parkplatz ist. Parkplatz. Ich bin Münchnerin. Ja, 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 aus ja. München sind wir extra ist jetzt 95 gekommen. Heute, gestern sind wir angereist. Angereist. Da war die 90, überleg mal. Es ist eine wunderbare Opernstar, Sache. Ganz toll. Dann würde ich sagen, ja. dann ziehen Sie mal Ihr Mäntelchen aus ja? und dann genießen Sie die Show. Ja. Richtig sexy. Ha? Und das in dem Alter. Ja, Wahnsinn. Mit 54. Henry. Da flüchtet er gleich vor mir. Ja, der Henry, der Winter, der mag mich nicht. Nee, der kann, der kommt nicht. Damit nicht klar. Das nee? Ist dem den alles. Hol ich mir jetzt ran, den Rolf eben. Rolf. Und dann werde ich sein Bunny. Ha? Hast du den auch dann in der Ja, natürlich. Nein, weiß ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich die von GZSZ verpasst, oder? Interview mit
Da, oh, da habe ich schon Mila kennengelernt. Ja, da ist der Darin von DSDS. Oh. Ja. Ich würd sie sehr gerne in mein Magazin einladen irgendwann. Mal attraktiv, das Star-Magazin. Läuft immer auf Alex. Und ich habe gerade so eine Berlin-Rubrik. Ja, Sekt ist ja nichts für mich, aber wir trinken eins zusammen. Bierchen. Ja, das können wir machen. In welchem Hotel wohnst du denn? Da geht er einfach wieder weg. Man weiß gar nicht mehr, diese wer das ist. Diese blöde Kuh. Wie hieß der? So, ob er jetzt wieder vor mir flüchtet, der Mann mit dem Hund? Ja, er flüchtet wieder vor mir. Und dann rufen wir sie mal an. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, Herr Eden. Ich bin so glücklich, Sie hier zu sehen. Ach, Rolf, ist so süß. Na, wo haben wir sie denn versteckt? Der Gunter Sachs von Berlin. Heute tragen sie ja alle wieder Paillette. Wer? Nein, das ist so ein ganz reicher Model. Nicht. Der hat einen ganz reichen Mann. Der war einfach reich. Ist ja auch schön. Okay. Jamila, meine Gute, du siehst fantastisch aus heute Abend. Und ich bin wahnsinnig, ich bin größer. Hallo. Und ich bin wahnsinnig neidisch auf deine Brüste. Ja. Ja, weil wir Transen haben ja immer gerne so große Brüste. Aber da kann ich leider nicht mithalten. Ja, und ich überlege gerade, ob ich sie noch mal ein bisschen größer machen lasse. So geil, ey. Das so lange nicht mehr gesehen, so geil. Ich denke gerade über 800 Gramm. Ist eigentlich cool. Muss ich mal den Memes machen, einschicken, damit die da mal ein Meme draus machen. Ja, ja. Ich finde das toll, ich finde große Brüste toll. Ja, ich liebe sie auch. Mein Name ist Jurassica Parker, Sie hören von mir. Ich gebe Ihnen das mal sehr gerne. Tschüss. Ach, toll. Davon zehre ich noch die nächsten Jahrhunderte, glaube ich. Und meine Mutter wird erst mal staunen. Die war ja früher schon großer Fan von dem. Ja, auch mit denen ist da so ein bisschen Katy Perry. Ist ganz modern. Wer ist denn da? Ja, ich liebe es, einfach farbenfroh rumzurennen. Ich glaube, die war so ein Newcomer. Ja, und vor allem Türkis ist meine Lieblingsfarbe. Und die hat mir irgendjemand aufgeschwatzt. Lad die mal ein. Ja. Na, du kennst doch die Jones so gut. Ja, na klar, die kenne ich, ja. Ist ja mit großen Transen erfahren. Was sag ich dir? Da bin ich richtig mit erfahren. Die hast du heute aber nicht mitgebracht. Die habe ich heute nicht dabei. Die ist leider woanders. Aber ich soll euch alle schön grüßen. Ne? Und ich bin ja dafür. Die doppelte Portion ist da. Ich schon. Ne? Das ist unecht natürlich. Ne? Wie bei dir. Ja, bitte. Aber ist da auch, ist was drin. Ist auch Silikon, ja. Ah, aber die kann man rausnehmen. Ach so. Das ist. Die sind einfach nur zum Reinstecken. Okay. Nicht so wie bei dir. Animal Print geht auch immer. Sehe ich, sie ist toll aus. Und das war der Fashion Night Cocktail bei Julian Stöckel. Und ich gehe jetzt auf die Aftershow-Party, denn ich habe wahnsinnigen Durst. Ihr könnt mich dann morgen abholen. Tschüss. Aber schade, dass ich dich gar nicht interviewt habe. Ist mir ehrlich gesagt damals gar nicht aufgefallen. Nee, mir jetzt auch. Du hast mich auch nicht. Auch, nee, irgendwie, weil du warst ja so beschäftigt die ganze Zeit. Ich war ja so hysterisch. Ja, du hast mich bestimmt gefragt. Ich habe gesagt, später. Ja, dann, bestimmt. Ne? Ich bin ja also, heute noch hysterisch. Das stimmt. Aber heute ist so eine Altershysterie. Mit 32, nicht wahr? Mein Schatz, so, wir prosten ja, lieber nochmal prosten. So, jetzt gucke ich doch mal, ob es ein paar Fragen gibt. Auf. Du, Venni, vielleicht schlafen die ja alle schon. Vielleicht gibt es. Nee, wir haben 227 Zuschauerinnen. Oh, das ist doch ja gar gut. Nicht verkehrt. Wo können oder? Wir denn winken? Hallo! Wir winken einfach in alle Kameras. Fragen Sie doch einfach alles, was Sie wollen. Frage an Julian: Wo entstand das Foto mit Karl Lagerfeld? Oh, da weiß aber jemand Bescheid. Ja, offensichtlich. Karl Lagerfeld, das ist ganz, 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 ganz lange her. Und zwar 2006, da war ich auf seiner Party eingeladen. Hätte er mal in Berlin eine Party gemacht, im ehemaligen, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, ehemaligen Postfuhramt in der Chotucholski-Straße, der Ecke Oranienburger. Und da bin ich ihm so lange hinterhergelaufen, bis er ein Foto mit mir gemacht hat. War eine Sensation. Heute noch, muss ich sagen, eine der aufregendsten, geilsten Personen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Hast du mit ihm auch ein bisschen gesprochen? Ja, dann auch? Ja. Bruchteil von 2 Minuten irgendwie. Ja. Aber der hatte wirklich auch eine Aura, wo du denkst, Alter, wenn man in dem Alter so geil wirkt auch. Und der, was interessant ist, weil du es gesagt hast, der hatte ein Parfum, von dem ich dachte, das hätte ich noch nie gerochen. Der hatte wahrscheinlich irgendwelche kleinen, weiß ich nicht, Zauberfeen, die ihm ein Parfum machen, was es auf der ganzen Welt nur einmal gibt, aus Essenzen, die wir nicht mal davon träumen, wir nachts. Also ja, der ja, roch ja. Nach einem Duft, wo du dachtest, hast du noch nie gerochen sowas. Das ist nicht wie, wenn du bei Duty Free da irgendwie ein blödes Ding da riechst. Also wirklich toll. So, an welchem Ort war dein erstes schwules Sexerlebnis? Oh, das ist ja interessant. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal, da war ich glaube ich noch jung, ich war mal bei dieser schwulen Party, da fand ich das irgendwie auch noch aufregend. Wie hieß denn das? Jetzt komm schon zu Potter. Dauert schon wieder so lange, bis du mal antwortest. Na komm jetzt, hopp. Wir haben noch keine Zeit. Denn das?
Hustlerball oder Hustlerball, so? Hustlerball, ja. Den gibt's. Und da war ich in so einem Darkroom. Und da war ich so aufgeregt, dass ich gar nichts machen konnte und habe nur geguckt, wie die alle gebumst haben. Aber ich fand es unglaublich toll. Hat mir total gefallen. Aber ich wollte jetzt da nicht mitmachen. Aber ich fand es toll, das zu sehen. Aber dein erster Sex mit einem Mann? Ach so, darum ging es. Ich denke mal, darum geht es ja bei der Frage, ja. Wann das war oder mit wem? Oder wie? Dein erstes schwules Sexerlebnis. Aber was ist jetzt die Frage daran? Wann das war und wie das war, verdammt nochmal, ist doch nicht so eine schwere Frage jetzt, Julian. Warum wirst du denn jetzt so aggressiv? Ich werde einfach jetzt ein bisschen bestimmter, damit du mal ein bisschen spurst hier langsam. Das dauert mir zu lange. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der war ganz hübsch. Und ich bin zu dem, habe mich mit dem getroffen, ich weiß nicht wo und wann. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll mich mal ausziehen, habe ich mir ausgesucht. Und da hat er mir an mir rumgespielt. Und ich fand es aufregend. Ich habe mir gedacht, lass ihn einfach mal machen. An deinem Penis? Ja. Ja, weil wie alt warst du dann? 18, glaube ich. Ach so, wie, du ja. Hast vorher keinen Sex gehabt? Na, sag mal, ich bin eine seriöse Frau. Ich bin halb Griechin. Ich bin griechisch-orthodox. Das ist noch strenger als russisch-orthodox. Was denkst du denn? Du hast erst mit 18 Sex gemacht? Du lügst mich doch gerade an, Julian. Du lügst mich doch an wie gedruckt. Na ja, guckt mein Freund zu. Weißt du, was er von mir denkt, wenn ich sage mit 7? Du, manche haben das schon mit. Wir wollen jetzt nicht weiter. Also das muss doch jetzt reichen, verdammt nochmal. Ja, nun warte. Julian, ich will auf deine nächste Party, schreibt Mario Doll. Ich bin Model, Schmuckdesigner, Schauspieler und Umweltaktivist. Und das ist so geil. Ich bringe auch Autogrammkarten mit, hat er geschrieben. Ja, weil wenn man Umweltaktivistin ist, ist man im Zenit des Zeitgeistes. Das ist immer gut. Ja. Also schicken Sie mir bitte eine E-Mail als Anfrage, dass Sie Umweltaktivistin sind. Dann kriegen Sie sofort natürlich eine Einladung. Ist ja völlig klar. So, ich gucke mal noch nach einer anderen Frage. Ansonsten, wenn die nichts fragen, trinken wir halt einfach, Jessica. Das ist doch nicht schlimm. Böse Kameraeinstellung für Julians Hinterkopf. Wie? Sven, hast du Julians Hinterkopf gefilmt? War das so schlimm? Ich sehe von hinten schlimmer aus als von vorne. Ich habe dich heute noch nicht von hinten angeguckt, ehrlich gesagt. Siehst du von hinten so doof aus? Weiß ich nicht. Ja, ich sehe mich selten von hinten. Ich mich auch, ja, Gott sei Dank. Julian. Wahrscheinlich sehen wir von hinten älter aus als von vorne. Ja. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Solange oben noch alles okay ist und unten nichts ausläuft, ist ja eigentlich alles okay. Aber wer weiß, wie lange das noch dauert. Das weiß man nie. Ja. Das kann immer nur eine Frage von Zeit sein. Ja. Julian, wenn du so verreist, das wollte ich dich schon immer mal fragen, also weil du bist ja viel unterwegs, ja. Machst du auch mal so richtig 2-3 Wochen so richtigen Urlaub mit Verreisen, irgendwo hinfliegen? Und einfach mal 5 gerade sein lassen? Du wirst lachen, eigentlich nie. Aber das liegt daran, dass ich nicht weiß, von was ich Urlaub machen soll. Weil ich ja mein Leben lang davon lebe, das zu machen, was mir Spaß macht. Ich finde, Urlaub müssen Leute machen, die ein sehr anstrengendes Leben haben, damit sie dann mal entspannt sind. Ich habe ja nie, keinen Beruf. Als ob dein Leben nicht anstrengend ist. Also wo das denn? Kannst du mir nicht erzählen. Aber du wirst lachen. Also ich meine, du kannst es mir nicht glauben. Also musst du mir nicht glauben. Aber mein Leben ist nicht anstrengend. Wann denn? Ich bin sehr jung, sehr schön, sehr erfolgreich. Ich habe einen jüngeren Mann, worüber ich sehr glücklich bin, dass der nicht alt ist. Und, ja, aber ganz ehrlich, hast du nicht, ganz ehrlich. Jetzt also frag mich doch nicht wieder, ob ich Durchfall habe. Naja, nee, dann geht's mir vielleicht auch mal keinen Bock, irgendwie da irgendwie auf Events zu gehen und die Fresse in die Kamera zu halten, weil man einfach keinen Bock gerade hat, weil man sich eigentlich lieber zu Hause verkriechen möchte und Serien gucken möchte. Du wirst lachen, dass ich, also für mich diese Corona-Zeit jetzt ist für mich deswegen schlimm, weil ich nicht auf die Bühne kann. Das ist für mich schlimmer, als ich hasse es, zu Hause zu sein. Weil ich langweile mich. Ich möchte lieber arbeiten. Ich finde auch zum Beispiel besser, einen anstrengenden Drehtag zu haben, als zu Hause zu sitzen und irgendwelche scheiß Serien zu sehen. Echt? Ja, wirklich. Also ich könnte mein Leben lang zu Hause sitzen und Serien gucken, ehrlich Aber kannst gesagt. Du dir das leisten? Nein, deshalb mache ich ja die Scheiße hier. Deswegen musst du diese Show machen hier. Ja. Und dann kommen so nette Kolleginnen wie ich, die auch noch umsonst kommen. Also auch für die Leute vom Finanzamt. Ich kriege heute keine Gage. Man wird ja immer gefragt, was haben Sie da für eine Gage gekriegt? Die glauben ja, wie beim Bäcker, wenn du da gehst und sagst, du willst 3 Brötchen, zahlst du ja was. Ja, das ist die glauben so. Aber, wenn wir irgendwo in eine Show gehen, dass wir da auch Geld kriegen. Ja. Leider, liebes Finanzamt, ich kriege heute keine Geld. Nein, aber dafür viel Aufmerksamkeit und meine Wertschätzung. Du, das ist ja aber auch schon mal gut. Ich liebe ne? PR. Ich mache ja für PR alles. So, Julian, Autobahn-Teilstücke.
langsam zum Ende kommt. Den schenke ich dir übrigens, den Satz. Den kannst du gerne auch verwenden, wenn du irgendwo bist. Bitte was? Den Satz, Autobahnteilstücken, ja, ja. Sagst du, ich eröffne auch Autobahnteilstücke. Das ist immer gut. Wir kommen langsam schon zum Schluss, Sven, oder? Wir sind ja schon, wie spät haben wir es denn jetzt? Eine Stunde haben wir jetzt. So ich langsam, möchte aber gar nicht jetzt. Ja, Julian, du kannst ja einfach nachher dann nochmal privat auf Instagram live gehen. Nein, und dann, aber ich möchte, dass du noch ein paar investigative Fragen stellst wie über Markus Lanz. Bereitest du dich ja nicht auf deine Sendung vor? Überhaupt nicht. Ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich habe das auch gesehen, du hast nicht mal einen Zettel. Nichts. Nein, gar nichts. Das aber wie machst du denn das? Hast du es in deinem kirren Kopf, was ja, da alles steht? Ganz ehrlich, jetzt wirklich mal unter uns, Stöckel. Ich weiß, dass du Kameragold bist. Wenn man dich irgendwo hinsetzt, dann schnatterst du dich ins Nirvana. Das kann gar nicht langweilig sein. Und aber bei der Schäfer hast du dich vorbereitet, hatte ich das Gefühl. Ja, na, weil die kenne ich nicht so gut. Da ja, das ist immer, das stimmt. Ne? Und die Schäfer ist auch nicht so lustig. Die ist süß und sympathisch. Wir sind ja wirklich sehr gut befreundet. Aber die ist nicht so, dass sie jetzt so nach außen geht. Die ist eigentlich eher schüchtern, finde ich, wenn man sie trifft. Ja. Oder zurückhaltend. Ja, eine zurückhaltende. Nicht, ja. Also ihre Brüste zeigt sie halt gerne. Genau. Aber ansonsten ist sie eine zurückhaltende. Genau. Das stimmt, sie ist ja nie, man denkt ja, ich glaube, vor allen Dingen ganz oft junge Männer fragen mich immer, kannst du mir mal Michaela Schäfer vorstellen, die ist so geil. Aber das ist sie dann, wenn du sie siehst, dann man mag sie ja. Ich finde, man mag sie, wenn sie kommt. Sie ist ein unheimlich sympathischer Mensch. Und diszipliniert, wenn man, muss man mal dazu sagen. Also, für alle, die mal glauben, sie macht so ein Larifari-Business. Nee. Du, die macht ein richtiges Business. Ja. Und hinter dieser Figur, Michaela Schäfer, steckt mehr als der viel Zuschauer Arbeit. Viel Arbeit. Genau. Und das muss ich wirklich nochmal in die Kamera sagen. Ich habe, egal wann ich sie immer getroffen habe, sie ist immer überpünktlich, immer auf den Punkt. Freundlich, nüchtern, immer freundlich. Freundlich, höflich. Und mit der kannst du arbeiten. Und so eine Leute liebe ich. Da gehörst du auch dazu, muss ich mal sagen. Ja. Nüchtern ich weiß ich sehr, nicht so genau. Ich war sehr pünktlich heute. Ich war 1945 hier, wie du angeordnet hast. Ja, wie ich angeordnet habe. Du bist ja die Herrin. Aber jetzt warte mal, Julian. Jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, da ja so viele, wahnsinnig viele C-Prominente kennst. Ich habe ja Dolly Buster auf deinem Event getroffen. Und ich kenne die ja nur aus dem Fernsehen. Und ich fand die so lustig. Und die so, ist ganz lustig. So witzig und also wirklich schlagfertig auch. Die ist schlagfertig. Und man muss sagen, die hat halt ihr Business wirklich in einer Zeit begonnen, wo man ja Leute wie sie belächelt hat bis zum Umfallen. Heute gibt es ja Millionen von irgendwelchen Schrillo-Promis. Aber ja, damals war sie diejenige, wo man dachte, da kommt Dolly Buster. Und dann haben die Seriösen quasi vor Angst sich schon umgedreht, weil sie Angst hatten, sie müssten ein Foto mit ihr machen und so weiter. Und jetzt ist sie, wie so, ich sag mal, die, und das meine ich gar nicht despektierlich, dem Alter entsprechend, sie ist irgendwie die Grande Dame der C-Promis. Und wirklich, total, sie hat sie hat Glamour, sie ist witzig, sie ist sehr freundlich und ich mag sie. Ich habe sie, und du wirst lachen, ich habe sie, bevor ich den Dschungelparty dieses Jahr hatte, ich habe sie 3 Wochen vorher erst kennengelernt. Ach so. Und ich habe sie angeschrieben bei WhatsApp und habe geschrieben, Dolly, ich mache ein Event, würdest du kommen? Und sie hat sofort zugesagt. Ja. Weil sie ist ja auch, wo man denkt, naja, vielleicht sagt sie nein und ich komme nur für Gage, kann ja alles sein, ne? Und sie war so nett und das hat mich sehr berührt und deswegen, ich sage immer, Dolly, super. Ja, also muss ich auch sagen. Und wie alt ist die denn wohl eigentlich? 50. 50. Die ist 50 geworden, ich glaube letztes Jahr erst. Ja. Also hat mich, ich fand die ganz toll, hat mich wirklich sehr, sehr, sehr freudig erregt. Deine Lieblingsfreundin Gisela Muth war dieses Jahr nicht da, die konnte leider nicht. Nein, die war letztes Jahr, Gisela Muth, die liebe ich ja auch. Die müsste eigentlich auch mal in deine Sendung kommen. Ja, es müssen auch so viele in meine Sendung kommen, aber irgendwie, ich habe ja immer keine Kontakte zu diesen ganzen Leuten. Naja, aber Leuten. Du bist doch mit mir befreundet, ich kenne sie doch alle. Mein Telefonbuch ist voll von allen Stars, frag mich doch, oh Gott. Julian, dann nehme ich dich beim Wort, wir haben es jetzt hier auf Kamera. Und ein auf Kontakt, YouTube. 50 Euro. So, dann beenden wir jetzt einfach mal diese Live-Übertragung. Liebe Zuschauerinnen. Nein, lieber nicht. Zuschauer lieber und Exklusivgeschlechter. Hallo. _innen. Wirf bitte mal ein bisschen Penis-Lametta oder wie das heißt. Ich finde das so toll. Juhu! Jetzt die Show, die die Welt kennt. Juhu! Sag mal, hast du Ecstasy genommen? Nein, ich bin doch so lustig. Jetzt guck mal. Aber das Problem ist, ja, das ist ein Zeigepenis, Julian. Sag mal, apropos, was für Drogenerfahrungen hast du denn eigentlich? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Du wirst lachen. Alle denken, ja, ich nehme so viel Koks, dass ich keine Laien nehme, sondern Straßenzüge. Der Witz ist, ich nehme gar keine Drogen. Und ich kann dir auch erklären, warum. Ich habe Angst, dass es mir gefällt.
Ich habe hab Respekt vor der Wirkung von Drogen. Ich glaube nämlich, dass Leuten wie uns Drogen unglaublich gut gefallen wird und man wahrscheinlich sehr viel Spaß, noch mehr Spaß hätte. Aber ich habe Angst, dass es mir zu gut gefällt. Deswegen mache ich es nicht. Ich würde jetzt gerne antworten, ich habe auch noch niemals Drogen ausprobiert. Du hast das bestimmt kann schon ich aber leider nicht. Aber du hast bestimmt schon so viel Drogen genommen. Das, würde man, das sieht man aber auch. Das finde ich schon. So, wir verlassen jetzt diese Live-Show. Julian Welche Stöckel Drogen hast war das letzte Mal in meiner Show. Es hat mir gar keinen Spaß mit dir gemacht, lieber Julia. Du Welche alte Drogen? Scheißkuh. Welche Drogen hast du genommen? Das werde ich dir jetzt nicht sagen, weil meine Mutter guckt zu. Jessica. Aber du hast doch schon mal gekifft, oder? Nein, wirklich nicht, weil ich so eine Sauerei nicht mache. Gut. Hier, den Hyaluronstift. Ja. Setz dich bitte wieder hin, setz dich auf deinen Platz. Setz dich hin! Setz dich hin jetzt! Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Ihr könnt nach wie vor noch Tickets kaufen. Welche Kamera ist die Abschlusskamera? Da ist unsere, okay. Ja. Aber du sitzt da. Ich habe eigentlich nicht im Bild. Noch, da, ach, da ist unsere Kamera. Ah ja, ach, da Glück. Ist unsere Kamera. Ihr könnt gerne natürlich noch nachträglich Tickets kaufen, Mami. Online-Tickets, um uns wertzuschätzen, weil wir so wahnsinnig unterhaltsam waren hier im BKA-Theater Hauptstadtstudio mit meinem Stargast Julian F.M. Stöckel. Applaus. Und mein Name war und ist Jessica Parker und ich moderierte für Sie Paillette geht immer. Ist nicht Lilo Wanders. Halt's Maul und gekacken. Tschüss. Tschüss, ihr Süßen.